So sometimes solutions to complex problems are complex themselves, like the, what we saw, the config file generator, at least to me. But sometimes they seem to be very simple. So Abraham, Charlotte, Anna, Melie and Berushra now are presenting the Yes app. Thank you. Also, wir sind die YesApp-Projekt und wir glauben daran, dass jeder Unbekannte ein Freund ist, den du noch nicht getroffen hast. Unser Ziel ist, dass unser Nutzer Menschen am Ort findet, Menschen, mit denen man Aktivitäten machen kann und im Endeffekt Freunde sein werden, also echte Freunde, nicht Facebook-Freunde. Das ist unser Ziel und damit wollen wir die Welt verbessern. For the tools, we use Android Studio for front-end and Google Firebase for back-end. We use GitHub for version control and mockups for user interface. License determines how the others you can use your sources. So we choose GNU General Public License version 3 instead of MIT license because we want to keep our sources completely open even if they used for commercial purposes. Yeah. Okay, und also die App wird, also ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Von hier? Genau. Die obere Kamera? Ja, okay. Egal. Also bei dem, wenn man jetzt die Seite öffnet, dann kommt, ja genau, wenn man die Seite öffnet, dann loggt sich das schon automatisch ein und man hat sofort seinen Account und sieht man hier gleich die Posts von anderen, zum Beispiel hier von in Wismar, dass da jemand Eis essen gehen möchte. Und man kann sie hier auch filtern nach den Städten, zum Beispiel nach Wismar. Und dann kann man hier Yes zu den jeweiligen Aktivitäten sagen. Dann hat man hier die Requests, die man auf seine eigenen Posts schon hatte. Also da finden Leute das toll, was man angeboten hat. Und da kann man dann auch zu Yes sagen. Hier sind dann noch die Freunde von einem mit ihren Statusen. Und hier kann man seinen eigenen Post noch kreieren und zum Beispiel hier wählt man dann aus, wo das sein soll und hier, was man machen möchte. Und hier kann man es noch kommentieren. Und hier kann man seinen Account sehen und zum Beispiel sich dann auch ausloggen oder seinen Namen oder so ändern. Okay. Und zum Schluss muss ich ganz kurz sagen, dass wenn man Ja sagt, dann lernt man, kriegt man neue Erfahrung und lernt tolle Leute kennen und wir haben ja gesagt, wir sind alle hier. Dankeschön. I was wondering what was more difficult, using all those APIs or deciding which license to use? Which did you spend more time on? I would say the license. Yeah. All right. Would there also be like a near mirror feature so that I can just look what people are around here? Or is it, do I have to put in the city and then look who's in the city? Well, for now you have to enter the city. Later we will have it GPS enabled so it will it will find out automatically where you are and find these people all right for you. So last question, to find new friends, people I don't already know, people have to have this app that I don't already know, but how do they know about the app? Where's the website or something? Can I download it already? In the near future, I hope. We still have to figure some
points about protecting the user and what they can and can't do. But there's now a community on internet called Yes Theory, and these people believe in this ideology, and it's about 100,000 people. So okay. We have a community. We just need the app. All right. So watch out for the Yes app. Thank you very much.